So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Platin Together. Wie schaut denn das Team aus? Wupan paralysiert, Neo halb tot. Ansonsten geht's eigentlich. Ich schmeiß Chris hier mal nach vorne, welches Level ist ein Wupan? Jetzt sehe ich durch die Paralyse nicht. 44, okay, den hat er hier ordentlich trainiert. Ich gebe ihm jetzt trotzdem mal ein Paraheiler. Koto hat mir gesagt, dass er die Frau im Kraxler auf der Route nicht gefunden hat. Die muss ich auf jeden Fall noch holen. Wir haben nur noch einen Paraheiler. Ich sollte mal wieder ein bisschen nachkaufen. Und komm, kriegst du noch einen Supertrank, damit du wieder einigermaßen fit bist. Und haben wir den hier schon besiegt? Nö, anscheinend nicht. Dann machen wir das jetzt auch noch. Ich werde jetzt die Route noch ein bisschen abgrasen. Ein paar Trainer noch mitnehmen. So. Das machen wir mit einem Funkensprung. Ist ja nur ein Glibunkel, hält dir nichts aus. Wenn es auf dieser Route nicht hageln würde, wäre diese Route so schön. Maschok. Ich habe immer noch keine Psycho- oder Flug-Pokémon hier. Ich mache das einfach mit Chris weiter. Mal hoffen, dass wir ihn paralysieren. Mit Funkensprung haben wir da die größte Chance. Und das funktioniert sogar. Die 30%ige Parachance schlägt wieder zu. Überroller, gut, gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Das tut nämlich weh. Die Pokémon auf dieser Route einigermaßen fit zu halten, ist schwierig. Schon allein wegen dem Hagel. Ein Riolu. Ich glaube, ein Riolu kriege ich gewonnen. Lucario hält ja schon nicht allzu viel aus. Riolu hält noch weniger aus. Da gibt es wenigstens ein Level-Up für Chris, dann haben wir das auch schon wieder erledigt. Ja, die Werte schauen noch mittlerweile ganz gut aus. Wieso ist denn bei dem die Verteidigung so viel höher als die Spezialverteidigung? Hat der ein Death Plus oder ein Spez-Death Minuswesen? Schon mal ganz vergessen, was der überhaupt für Wesen hat. Hat der denn nicht Neutrales? Lush. Boah, weiß ich jetzt nicht, was Lush macht. Auf jeden Fall packe ich jetzt mal Nick nach vorne. Der braucht noch seinen Level 43. So. Da haben wir auch noch einen Trainer, den wir besiegen können. Passt doch. Und Skifahrer haben mit ziemlicher Sicherheit Eis-Pokémon dabei. Okay, da können wir doch gleich mal die Lichtkanone ein bisschen ausprobieren. Ich weiß zwar, Autosphäre ist ein bisschen stärker, aber die Lichtkanone sollte hier auch definitiv reichen. Vor allem ist die so selten mal sehr effektiv. Und Level 43 für Nick. Oder auch Sir Nicholas, wie er ja eigentlich heißt. Ein Glaciola. Ach, da bleiben wir drin. Glaciola ist in der physischen Def ein bisschen stärker als in der speziellen. Ist aber in beiden recht gut. Hier haue ich aber eine Aurasphäre rein. Einmal, weil die Verteidigungswerte von Glaciola doch recht gut sind. Hat zwar recht wenig KP, aber ziemlich gute Verteidigungswerte. Also 110 in der physischen, 95 in der speziellen. So,
VM8 Kraxler. Relativ unscheinbar, dass die hier einfach so rumliegt, aber kann mir nicht helfen. Wenn ich mich durch den Schneesturm kämpfte, habe ich meine VM verloren. Wenn ich noch nur die versteckte Maschine der Kraxler noch hätte, dann könnte ich die steilsten Berge erklimmen. Hey, was ist das denn? Du hast die VM gefunden? Ich hatte sie bereits als verloren aufgegeben, nun kommst du. Bitte behalte sie und nutze sie gut. Ich mag deine Ehrlichkeit, daher habe ich eher eine Belohnung für dich. Die Frosttafel. Die Kräfte der Tafeln werden von allen Pokémon geteilt. Diese Frosttafel habe ich auch unter dem Schnee gefunden. Ich bin zwar kein Experte, aber sie sieht antik aus. Vielleicht ist sie so alt wie die Sinnoh-Region selbst. Ja, damit hat er recht. Das sind die Arceus-Tafeln. Und ich habe einen Ninja-Jungen gefunden und passend zu der Umgebung hier gibt es die TM7 Hagelsturm. Tja, den habe ich gesehen. Ein Pionscora. Pionscora war noch Käfergift. Das heißt, Aurasphäre ist doppelt nicht effektiv. Lichtkanone wäre hier die beste Attacke. Trifft neutral und kriegt einen Step. Die Attacke ist leider erst in der 6. Generation so wirklich gut geworden. Eigentlich so eine richtig coole Attacke. Ein Gulbart. Haben wir da irgendwas, was das besser kann? Chris will ich jetzt hier nicht unbedingt reinhauen, aber Neo kann das gerade ganz gut. Ich habe es ja schon mal gesagt, im Hagel trifft der Blizzard zu 100%. Das kann man hier super ausnutzen. Finden. Ich glaube, wir sind hier eh schon recht weit unten angekommen. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein Item. Eisen. Das kann man ganz gut verspeisen, habe ich gehört. So. Jetzt müssen wir wieder durch den schönen Tiefschnee hier. Ich gehe jetzt hier nochmal mittig entlang. Haben wir den da schon? Ich meine, den müsste er mitgenommen haben, weil er hat mir gesagt, dass er an dem Rand hier entlang gegangen ist. Ich glaube, wir haben es dann mit der Route ziemlich. Okay, mal schauen, vielleicht kriege ich ja die Arena noch. Ich mache das wieder so, wenn ich noch unter 25 Minuten bin und vor der Arenaleiterin stehe. Ja, haben wir die hier auch schon? Okay. Ja, wenn ich unter 25 Minuten bin und vor der Arenaleiter stehe, dann mache ich sie noch. Ansonsten Plastik-Sekoto, der hat sowieso schon viel zu wenig bekommen. Ah, sind wir hier am Stärkeufer. Immer dieser Tiefschnee hier. Sneebel. So. Mal einen Hyperball, warum nicht? Und jetzt sind wir in Blissach. Oh, Moment, da ist auch noch ein Item. War auch noch einen Hyperball. So. Ich gehe jetzt erstmal ins Pokémon Center. Oh, und da ist die Hilda. Die müsste der Koto ja irgendwo unterwegs mal getroffen haben.
Oh, hallo Lucius, bist du hier, um die Arenaleiterin herauszufordern? Hoffentlich treffe ich Frieda bald, aber bis dahin muss ich mich erstmal etwas aufwärmen. Wusstest du, dass Frieda Pokémon vom Typ Eis einsetzt? Frieda ist ein ganz toller Mensch, so emsig und lernbegierig. Sie wollte mit mir das Kampf gegen Kampf-Pokémon üben. Eis-Pokémon sind nämlich empfindlich gegen Pokémon vom Typ Kampf. Ja, nicht nur vom Typ Kampf, auch von Feuer, Gestein und Stahl. Und bis auf Gestein habe ich ja zum Glück alles dabei. So, jetzt dürfen wir erstmal wieder die tollen Rutschpartien hier machen. Und nehmen dabei gleich mal alle Trainer mit, die wir irgendwie kriegen können. Ein Firnontor, Level 44. Komm hier, du kriegst eine Lichtkanone. Einfach weil ich die Attacke so gern mag. Und weil es so selten vorkommt, dass man mit der mal was sehr effektiv trifft. So. Erster Trainer ist besiegt. Ja, ich lasse jetzt nicht mal so lange fahren, bis er 44 ist. So lang kann man mit dem hier echt gut durchhauen. Ein Schnäppke. Die Vorentwicklung von Firnontor. Auch du kriegst eine Lichtkanone. Sogar noch ein Volltreffer. Noch ein Schnäppke, bleiben wir gleich drin. Wenn ich einen Firnontor mit der Lichtkanone one-hitten kann, dann kriege ich einen Schnäppke erst recht damit klein. Müssen wir jetzt die AP ausstallen. Ja, ich habe zur Not noch ein paar Aurasphären, also die kriegst du nicht alle weg. Immer diese Schutzschild-Spammer. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal Level 44. Und dann kommt noch ein Firnontor. Komm, das mache ich jetzt auch noch schnell mit Nick. Mal, weil es mit ihm am schnellsten geht. Du kriegst eine Aurasphäre. Ah, natürlich machst du auch wieder erst ein Schutzschild. Lass doch mal was Neues einfallen, Jungs. Seite schon mal. So. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Da lang, da lang, da lang. Und dann machen wir den da oben noch. Ich habe Nick immer noch an der Spitze, oder? Auch egal. Oh, jetzt hagelt's wieder. Eine Lichtkanone. Also wie es aussieht, packe ich die Arena auf jeden Fall noch in diesem Part. Ich habe immer noch 10 Minuten Zeit und ich glaube nur noch 2 oder 3 Trainer hier. Sneebel, ja, okay, jetzt wechseln wir einfach mal. Schick mir dann gegen einen Sneebel rein. Komm, Chris, das machst du jetzt erstmal wieder.
Besteht zwar die Gefahr, dass der mich überholt. Ich habe jetzt die Basis-Int von Sneeble nicht auswendig im Kopf, aber die sollte auch schon ziemlich hoch sein. Ja, dachte ich mir fast, dass der schneller ist. Luxtra ist ja schließlich nicht unbedingt so schnell. Die von Sneepuna kenne ich, die ist bei 125, aber Sneeble weiß ich nicht auswendig. So. Da haben wir noch einen Trainer. Und ich weiß zwar gerade nicht, wie ich an den rankomme. Naja, sehe ich dann gleich. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier erstmal wieder ein Sneeble zum Verkloppen. Das natürlich erstmal wieder schneller ist. Und wie gesagt, mich wundert es ja nicht. Sneeble ist schnell, Luxtra ist eher langsam. Was? Das reicht noch nicht mal für einen One-Hit. Das wundert mich jetzt allerdings ein bisschen. Ich meine, Sneeble hat eine ziemlich miese Def. Und zwar sowohl physisch als auch speziell. Ein Schnäppke. Ja, bleiben wir drin. Beim Schnäppke bin ich auf jeden Fall schneller, weil Schnäppke hat auf allen Basiswerten, glaube ich, eine 50. Weil 4 Nontor auf allen eine 80 hat. Und ein Schneebedeck, da gehe ich raus. Das lassen wir doch mal unseren Wendigo machen. Erstmal, der macht einen Eissplitter. Prio-Attacken. Jetzt geht's aber los hier. Viel Schaden wird das trotzdem nicht machen. Dafür hat unser Wendigo eine zu gute Def. Den hier haben wir auch noch nicht. Das ist ein denkbar ungünstiges Matchup. Einmal mal hoffen, dass er jetzt mit einer physischen Bodenattacke ankommt. Ja, genau sowas in der Art habe ich gehofft, das kommt. Das steckt Vanigo ohne irgendwas weg. Eiszahn, der tut zwar schon ein bisschen mehr weh, aber den steckt da auch noch weg. Okay. So. Wie komme ich jetzt am besten wieder? Okay, hier komme ich gar nicht hin. Okay, Moment, da muss ich hier hin. Dahin. Okay, jetzt haben wir es. So, dann machen wir mal die hier alle kaputt. Dann
schauen wir mal darüber und da haben wir auch noch einen Trainer, genau. Als Trainer Ramona. Und wieder darf Chris gegen Ernst Nebel kämpfen. Hatten wir heute erst dreimal oder so. Jetzt das dritte Mal besser gesagt. Mal schauen, ob es diesmal reicht mit dem Funkensprung. Ja, jetzt reicht's. Komm, lass mal das Ufern mal ganz kurz machen. Der kann mit Snivel nämlich ganz, ganz gut umgehen. Es geht nämlich für den ganz einfach, nicht so. Kleiner Tempohieb und schon ist es weg. So, ich habe schon gesehen, wo ich jetzt hin muss, nämlich hier, hier, hier. Dann haben wir den da, so. Den da unten muss ich jetzt auch noch wegmachen dazu. Moment mal. Machen wir das mal so. Einmal hier. Den da. Den. Den hier. Dann einmal den da weg. So. Jetzt muss ich nur noch den da wegkriegen. Hierauf, hier, dann den da weg. Dann nur noch hier hin, hier hin, hier hin. Dort, 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 dort. Und wir sind bei der Arena-Leiterin. Okay, ich pack mal kurz die Milch aus. Jetzt weiß ich gar nicht, womit sie anfängt. Ich lasse Chris jetzt einmal mal vorne, der steht kurz vorm Level up. So. Dann machen wir die Arena-Leiterin hier auch noch. So, vier Pokémon hat sie und sie fängt an mit Snivel. Ja, okay. Dann sind wir mal wieder in unserer gewohnten Standardsituation. Das vierte Mal heute. Chris gegen Ernst Nebel. Und es ist immer die gleiche Attackenabfolge. Finte gegen Funkensprung. Die macht einen Volltreffer. Ja, super. Damit sie erstmal dreimal so viel Schaden macht, wie sie eigentlich sollte. Okay, komm jetzt ein. Ja. Okay. Da hat sie echt mal super gewechselt. Aber das kann ich auch. Dieses Matchup hatten wir heute auch schon mal. Bei Bodenattacken ist Wendigo sowieso unser einziger Joker, den wir haben, weil alles andere, was wir hier momentan im Team haben, mit Ausnahme von Neo, hat eine Bodenschwäche. Und, ja, Neo hat allgemein nicht allzu gute Verteidigungswerte. Ich bin daher ganz froh, dass wir unser kleines Fulipurpa hier haben. Es mag ein NU sein, aber es ist ein toller NU. Chris erreicht Level 44, das ist sehr schön. So, was kommt als nächstes? Snivel. Ja, das Viech ist ziemlich geschwächt. Was machen wir mit Neo?
Der sollte auch auf jeden Fall schneller sein. Und Neo ist auch kurz vor Level 44. Im Fall, dass ein Trank kommt, gehe ich einfach mal auf den Surfer, weil es die Wasserdüse nicht gereicht. Level 44 für Neo. Rex Blizzard, ja, da möchte ich wechseln. Das ist was für Wupan. Schwäche gegen Feuerattacken, da reicht ein Flammenrad auch locker aus. So, und das letzte Pokémon, das jetzt kommt, das ist ihr quasi ihr Joker, ihr Frostedje. Ein Eisgeist-Pokémon. Das ist jetzt mal eine der seltenen Situationen, in der die Lichtkanone im Gegensatz zur Aurasphäre effektiv ist. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich das Viech treffe, weil das ist jetzt mein größtes Problem. Das Viech hat nämlich einen Schneemantel, das heißt 25% erhöhte Fluchtwert im Hagelsturm. Jetzt noch ein Doppelteam. Aber gut, die Lichtkanone hat getroffen, die war sehr effektiv. Und da Frostedje nicht unbedingt die besten Verteidigungswerte hat, haben wir das gewonnen. Okay. Damit haben wir den Firnorden. So, und jetzt können wir außerhalb vom Kampf kraxeln und Team 72, das war irgendeine Eisattacke. Ach, Lawine war das, okay. Kann die irgendjemand lernen? Das würde mich interessieren. Nee, kann niemand lernen hier. Wir müssen hier noch jemanden Kaxler beibringen. Und wozu haben wir denn so ein tolles VM-Opfer? Dafür kommt die Aquaknarre jetzt auch mal weg. So, VM-Opfer kann jetzt auch kraxeln. Ich gehe jetzt noch schnell ins Pokémon Center. Ah, Moment. Pokémon Center ist ja hier. Und dann beende ich den Part. Also dann, wir sehen uns dann in der übernächsten Folge von Let's Play Pokémon Platin. Da sind wir dann höchstwahrscheinlich schon im Hauptquartier von Team Galactic in Schleide. Mal schauen, wie weit Koto das nächste Mal kommt. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Wir sehen uns beim übernächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!